An jemand so Bemerkenswerten hätte ich ein besonderes Anliegen. Bitte erforsche Axanthor nicht nur, sondern finde auch einen Weg, es zu besänftigen. Perfekt Timing, Diam. Wir haben gerade genau darüber gesprochen. Guten Morgen, Bela. Du sollst dich schnell ins Büro des Expeditionsleiters aufmachen, bevor er seine Sumo-Technik an dir ausprobiert. Oh, okay. Dann wollen wir uns mal beeilen. Wir müssen aber auch noch zum Professor, um dort die Aufgaben dementsprechend abzugeben. Wir können ja gerade mal hier gucken. Ah, wir haben hier noch. Das sind diese Lagerkisten. Da müssen wir mal gucken. Auch müssen wir unser Team auch mal so ein bisschen anpassen, weil es eben nicht mehr so ganz aktuell ist. Dann auf zum Hauptsitz. Na, ist euch endlich klar geworden, dass ihr eure Zeit damit verschwendet, ein falsches, ehrwürdiges Sinnoh zu verehren? Oh. Ah. Jetzt bekommen wir die Einsicht für die Clans. Ha, sagt derjenige, der ein Sinnoh verehrte, das den Fluss der Zeit kontrollieren soll. Unser Sinnoh, der Schöpfer des Universums und damit allen Raumes, ist das einzig wahre ehrwürdige Sinnoh. Pah, ihr könnt so viel Raum haben, wie ihr wollt, und ihr wüsstet doch nichts Vernünftiges, damit anzufangen. Ach, und du willst mir weismachen, ihr wüsstet etwas mit der Zeit anzufangen, die euch gegeben ist? Immerhin hast du es geschafft, dich an die vereinbarte Zeit zu halten. Das ist mehr, als ich dem Perlclan für gewöhnlich zutraue. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass du dich in deinem ach so geliebten Raum verläufst. Wie bitte? Das ehrwürdige Sinnoh hat uns vom Perlclan mit diesem Raum und damit dem Fundament unserer Welt gesegnet. Als würde ich mich darin verlaufen. Wow, okay, die haben richtig Zoff hier. Schluss damit. Nichts ist eine größere Zeitverschwendung, als diese sinnlose Diskussion mit dir zu führen. Ich sollte das ehrwürdige Sinnoh dafür um Verzeihung bitten, dass ich mich überhaupt darauf eingelassen habe. Aber wie auch immer, ich gehe jetzt zu Expeditionsleiter Denboku. Unfassbar, du hast diesen Streit doch vom Zaun gebrochen. Okay. Sobald die zwei sich begegnen, ist die Stimmung im Eimer. Das Mädchen von eben, dem der Raum so wichtig war, heißt Perla. Sie ist das Oberhaupt des Perlclans. Der Mann, der ständig von der Zeit gesprochen hat, ist Diam, das Oberhaupt des Diamant-Clans. Die Namen lassen sich gut merken, nicht wahr? Ja, sehr kreativ. Die zwei Clans tolerieren sich gegenseitig, wenn auch gezwungenermaßen. In der Vergangenheit sollen sie sich aber bekriegt haben. Naja, viel wichtiger ist jetzt der Boss, Expeditionsleiter Denboku, will ich sehen. Du solltest lieber schleunigst in sein Büro gehen. Okay. Dann, wollen wir das dementsprechend doch auch mal so ausführen. Gehen wir rein. Die Frage ist, was er will. So, zu Celestis müssen wir nicht, wobei wir da eigentlich auch gerade mal unseren... öffnen, genau. Also ein paar haben wir dementsprechend schon vervollständigt, aber weiß ich nicht, ich habe irgendwie das Bedürfnis, diesmal wirklich alles voll zu machen. Du solltest mit Professor Lavin kooperieren, um den Pokédex weiter zu vervollständigen. Seine Pokédex-Aufgaben sind dafür von äußerster Wichtigkeit. Genau, da müssen wir mit ihm sprechen. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Erste Etage und jetzt hier hoch. Oh, da ist es schon. Das Dreiergespann. Denboku, was denkst du gegen das in Rage geratene Axanthor zu unternehmen? Es mag der Nachfahre eines Pokémon sein, das einst für das ehrwürdige Sinnoh kämpfte, aber so kann es nicht weitergehen. Immer eines nach dem anderen, Diam. Zeit ist ein wertvolles Gut, wir sollten sie nicht verschwenden.
Wie, denkst du also, sollte ich mit einem König des Perlclans verfahren? Deshalb bin ich ja hier. Wenn es um einen König des Perlclans geht, sind uns vom Diamantclan die Hände gebunden. Sonst kommt es wieder zu einem Konflikt zwischen uns, so wie zur Zeit unserer Vorfahren. Wurden nicht auch einige eurer Leute verletzt? Willst du dieses Problem wirklich ignorieren? Will der Diamantclan damit etwa andeuten, dass wir uns selbst des Königs entledigen sollen, den wir vom Perlclan verehren? Ich habe es zwar gedacht, aber ich habe dergleichen nicht gesagt. Wo ist da der Unterschied, du Tölpel? Ich würde zuerst gerne wissen, warum ein König wie Axanthor derart die Kontrolle über sich verliert. Das wüsste ich auch gern. In der Geschichte des Diamantclans kam so etwas zumindest noch nie vor. Du bist hier. Das ist Bela, das neueste Mitglied unseres Forschungstrupps. Oh, Yuna hat von jemandem mit diesem Namen erzählt, der Damitirs Gunst genießt. Dann bist du also derjenige, der aus dem Riss im Raum- und Zeitgefüge gefallen kam. Kaum zu fassen. Ich bin Diam, Anführer des Diamantclans. Offiziell heißt es wohl Oberhaupt, aber das klingt mir zu altbacken. Der Riss im Raum- und Zeitgefüge, heißt das wohl möglich? Du stammst aus dem Raum, in dem sich das ehrwürdige Sinnoh aufhält? Ich bin Perla, Oberhaupt des Perlclans und für meine große Voraussicht bekannt. Bist du wirklich aus diesem Riss im Himmel gefallen? Ich kann das nur schwer glauben. Hier also mein Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir Axanthor zuerst ihm überlassen? Du willst König Axanthor einem unerfahrenen Neuling überlassen, der überhaupt durch den Riss im Himmel gekommen zu sein scheint? Ja. Wie lange bist du nochmal Oberhaupt? Als Oberhaupt zählen nicht die Jahre an, sondern an Erfahrung, sondern der Wille, sich furchtlos der rauen Wildnis von Hisui zu stellen. Dann spricht dir auch nichts dagegen, diese Sache einem Neuling zu überlassen, oder? Mich hast du jedenfalls überzeugt, Inboku. Das ist eine gute Gelegenheit, um euch Leute von der Galaktik-Expedition bei der Arbeit zu beobachten. Mal sehen, wie hilfreich eure seltsamen Bälle tatsächlich sind. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Das ehrwürdige Sinnoh hat Hisui erschaffen, damit die Pokémon hier frei sein können. Wir sollten Seite an Seite mit ihnen leben und sie uns nicht untertan machen. Wir nutzen die Bälle nicht, um uns die Pokémon untertan zu machen, sondern um mit ihnen koexistieren zu können. Seht zu und ihr werdet es verstehen. Eine neue Mission wartet auf dich, Bela. Geh und finde heraus, was es mit Axanthor auf sich hat. Verstanden. Als Fremder mit einer fragwürdigen Herkunft werden dir viele mit Argwohn begegnen. Ihr Vertrauen kannst du dir nur durch eines verdienen: harte Arbeit. Der König des Waldes ist in Rage und damit bekommen wir eine neue Hauptmission. In der Tat, und je schneller das passiert, desto besser. Verschwenden wir keine Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der König des Waldes, Axanthor, ist ein Nachfahre der Pokémon, die einst vom ehrwürdigen Sinnoh ihre Kraft erhielten. Seine Stärke wird also in keinem Vergleich zu dem stehen, was du bisher erlebt hast. Ja, das denke ich mir. Der Diamantclan und der Perlclan leben schon weitaus länger in der Hisui-Region. Als Außenseiter müssen wir von der Galaktik-Expedition uns darum bemühen, gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen. Verstehst du? Oh, Celestis. Lass uns über die Mission des Expeditionsleiters sprechen, Bela. Komm in mein Büro. Ich werde die ganze Zeit nur hin und her zitiert. Ich darf irgendwie gar nichts Eigenes mal irgendwie machen oder keine Ahnung. Ich möchte einfach gerne mal losziehen und die Gegend erforschen. Aber gut. Dann gehen wir halt noch runter zu Celestis. Bela. Professor Lavin, die Auftragsbesprechung bitte. Well then. Bela, du sollst Axanthor erforschen und herausfinden, warum es derart in Rage geraten ist, richtig?
dann wirst du es mit einem außergewöhnlichen starken Pokémon zu tun bekommen. Mitglieder des Sicherheitstrupps, die von Axentor angegriffen wurden, haben versucht, Pokébälle auf es zu werfen. Aber sie hatten nicht den Hauch einer Chance, es zu fangen. Die aggressive Veranlagung mancher wilder Pokémon ist nichts im Vergleich zu seiner Rage. Ich will es mit aller Deutlichkeit sagen. Diese Mission birgt immense Gefahr. Bist du dafür bereit? Natürlich. Na schön, dann teile ich jetzt die nötigen Informationen mit dir. Der Diamant-Clan und der Perl-Clan halten die Pokémon, die sie Könige und Königin nennen, für Gesandte des ehrwürdigen Sinnoh. Die Orte, an denen sie sich bevorzugt aufhalten, tragen den Namen Hoheitsstätte. Dort bringen die Mitglieder der Clans ihnen Opfergaben dar oder richten Feste zu ihren Ehren aus. Vielleicht könnten wir mit Axentor fertig werden, wenn wir herausfinden, welche Opfergaben es bevorzugt. Bela, wir haben etwas mit dir zu besprechen. Oh, jetzt geht's los. Die Sache ist die. Hinter dem Riss im Raum- und Zeitgefüge befindet sich möglicherweise die Welt, in der das ehrwürdige Sinnoh weilt. Und das ehrwürdige Sinnoh, das wir vom Diamant-Clan verehren, gebietet über die Zeit. Dass du aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge gekommen bist, könnte bedeuten, dass du die Zeit selbst überwunden hast. An jemand so bemerkenswerten hätte ich ein besonderes Anliegen. Bitte erforsche Axentor nicht nur, sondern finde auch einen Weg, es zu besänftigen. Perfekt Timing, Diam. Wir haben gerade genau darüber gesprochen. Oh, Sie sind der Professor, von dem man so viel hört. Hm? Freut mich. Ich hoffe, Sie können mir einiges beibringen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Der Perl-Clan verehrt den König des Waldes zutiefst. Ich bin mir sicher, dass sie eure Hilfe begrüßen würden, auch wenn sie sich weigern, ausdrücklich darum zu bitten. Ehrlich gesagt haben wir vom Diamant-Clan mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Auch einer der Könige, um die wir uns kümmern, ist in Rage verfallen. Er lebt in den Bergen, fernab von hier. Es stimmt, dass es in der Vergangenheit oft zu Streit zwischen unseren beiden Clans kam. Aber solange wir hier alle in Hisui leben, müssen wir solche Probleme gemeinsam lösen. Nur leider gibt es in unseren Rängen so gut wie niemanden, der es mit so einem starken Pokémon aufnehmen könnte. Du bist also unsere einzige Hoffnung. Axentor solltest du beim Baumriesenkampffeld antreffen, tief im Innerwald. Sein Wächter heißt Topin. Der Junge hat einen scharfen Verstand, der ihn leider nicht immer vor Torheit schützt. Über sein geliebtes Axentor wird er dir bestimmt eine Menge erzählen, ob du ihm danach fragst oder nicht. Jedenfalls verlassen wir uns auf dich. Du schaffst das bestimmt. Bis später. Ja, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Es ist mächtig viel zu lesen. Sie haben gesagt, was sie sagen wollten und haben sich dann sofort vom Acker gemacht. Für sie ist die Zeit wohl wirklich kostbar. Diam und Yona haben ein paar nützliche Informationen mit uns geteilt. Wenn du der Sache mit Axentor auf den Grund gehen willst, solltest du am besten direkt zu ihm gehen. Die neue Anhöhenbasis eignet sich bestens als Ausgangspunkt, wenn du dich zum Baumriesenkampffeld aufmachst. Und schau am besten auch mal bei der Weide vorbei, um sicherzustellen, dass du die richtigen Pokémon dabei hast. Brrr. Oh. Also knapp 13 Minuten fast nur gelesen. Es ist schon... Oh. Kennst du das? Du findest lauter tolle Materialien und kannst sie nicht mitnehmen, weil deine Tasche mal wieder voll ist. Dann hör dir an, was ich zu sagen habe. Es soll nicht dein Schaden sein. Okay. Hast du jemals davon geträumt, mehr Sachen in deiner Tasche verstauen zu können? Wenn du meine Kunst der Aufbewahrung erlernst, wirst du dazu in der Lage sein. Was sagst du? Ja, deine Einstellung gefällt mir. Die Unterweisung kostet 100 Poké-Dollar. Ja. Du kannst jetzt eine Itemart mehr in deiner Tasche verstauen. Okay, sehr gut. Ja, ja, mach mal. Ja, wir können jetzt die Tasche ruhig ein bisschen erweitern. Ist ja kein Problem. Geld haben wir eigentlich genug.
Die Tasche kann eigentlich nie groß genug sein, Inventar. Inventar muss immer relativ groß sein. So, einen Platz machen wir noch. Und dann schauen wir erstmal. Wir müssen erstmal zur Farm. 500. Okay, es reicht jetzt. Sehr schön. So, danke sehr. Danke für deine großartige Hilfe. Wir werden jetzt das Hauptgebäude verlassen und werden einmal zur Farm gehen. So. Müssen da mal ein paar der Pokémon dementsprechend eben austauschen. So. Um welche Pokémon sollen sie sich denn kümmern? So, wir können dementsprechend jetzt hier... Ach, das können wir hier auch direkt markieren. Wie können wir das denn markieren? Okay, die Symbole sieht man hier überhaupt nicht. Hä? Ach, das ist bereits alles auf der Weide. Alles klar, jetzt hab ich das gerade erst verstanden. Okay, Bedisa nehmen wir auch raus. Ich denke mal, zu einem späteren Zeitraum kann man vielleicht... dann auch ein paar mehr markieren. Ich möchte jetzt hier nicht alle einzeln freilassen. Das ist mir ein bisschen zu viel Arbeit. So. Feuerriegel, das passt. Bedisa haben wir. Das werden wir auch einmal abändern. Das möchte ich gerne anders gelevelt haben. Beziehungsweise ist es ja auch... Moment. Wir tauschen gerade. Das ist ja eh nicht das Team, was wir dementsprechend auch jetzt die ganze Zeit während des Spiels haben werden. Wir nehmen aber Burmi noch mit rein. Und... ja, Ponita brauchen wir nicht. Ja, dann nehmen wir noch einen Wumpel. Ich denke mal, das ist eine sehr, sehr gute Gruppe. Ich denke, das kann man so lassen. Okay. Vielen Dank. Dann lasst uns jetzt gerade noch zum Professor gehen. Oh, er hat hier noch eine Nebenaufgabe. Wenn mir ein Pokémon zu nahe kommt, werfe ich ihm einfach eine Sindelbeere hin und verdufte, während es abgelenkt ist. Hey, du machst doch beim Forschungstrupp mit, oder? Das trifft sich gut. Ich wollte nämlich ganz bald ins Grasland aufbrechen, um dort Glanzsteine zu sammeln. Allerdings habe ich nicht genug Sindelbeeren für solch ein Unterfangen. Ich bin hier, okay. Das bringt mich zu dir. Könntest du mir vielleicht beim Sammeln dieser Beeren helfen? Ich denke schon. Ich habe aber doch auch... oder? Sindelbeeren haben wir doch. Genügend. Hier bitte. Die hast du für mich zusammengeklaubt, oder? Dann will ich sie dir dankend entgegennehmen. In der Tat. Ja, bitteschön. Danke dir. Für jemanden, der vom Himmel gefallen ist, bist du echt total nett. Okay. Sehr gut. 3 Beleber haben wir bekommen. Vielen Dank. Cool, cool, cool. Okay. Wir gehen aber jetzt gerade eben nochmal zum Professor und werden ihm nochmal Bericht erstatten über die Arbeiten, die wir dementsprechend schon alle erledigt haben. Der war ja, ich glaube, ein Zimmer weiter, genau hier. Ah, da gibt es auch weitere Nebenaufgaben. Diam und Jona haben ein paar nützliche Informationen mit uns geteilt. Oh, okay. Die frechen Bedisa, Spielgefährte Driftlor und Zubats Augen. Ja, nehmen wir alle.
Sprich mir zu Mugi vom Sicherheitstrupp und geh der Sache auf den Grund. Okay. Anscheinend haben einige Leute im Dorf einen Driftler mit einem Kind spielen sehen. Sprich mit Kimbra vom Sicherheitstrupp, um mehr Details zu erfahren. Okay. Auch die nehmen wir an. Es gibt keine weiteren Aufgaben. Okay. Naja. Wir können hier also noch keinen Bericht erstatten. Ich weiß gar nicht, wie viel an Pokédollar haben wir denn? 4151. Okay. Könnten wir vielleicht auch mal noch ein paar der Bälle herstellen? So. Das passt. Schwerbälle, klar, könnten wir jetzt auch noch herstellen, aber Pokebälle dürften, glaube ich, erstmal ausreichen, um gut weiterzukommen. Okay. Trotzdem, ich bin gerade trotzdem nochmal neugierig. Was kann ich für dich tun? Kleidung kaufen. Haben wir mittlerweile schon was Neues? Alltagsrobe. Nee, haben wir noch nicht. Dann behalten wir das so an, wie wir es jetzt haben. Alles klar. Lasst uns gerade mal noch gucken. Wir haben einmal die Missionsliste. Ah, okay. Das sind die ganzen Nebenaufgaben, die wir dementsprechend noch machen können. Okay. Zeige Mari vom Produktionstrupp den vollständigen Pokédex-Eintrag von Staralili. Ah, okay. Und dann wird sie direkt dementsprechend wird das dann angezeigt. Haben wir, aber Staralili haben wir doch schon bereits, ne? Komplett. Oder? Also, genau. Es ist schon so an sich vervollständigt. Genau, die Aufgabe hatten wir in einer Folge zuvor. Männliche und weibliche Staralili sehen also leicht unterschiedlich aus. Darf ich mal sehen? Oh, das Muster auf der Stirn ist je nach Geschlecht unterschiedlich groß. Das ist mir noch nie aufgefallen. Oh, mir auch nicht. Danke, dass du mir den Eintrag gezeigt hast. Jetzt weiß ich schon viel mehr über Staralili. Vielleicht traue ich mich jetzt sogar mal eines anzufassen. Bitte tu mir den Gefallen und fange einen Staralili für mich. Okay. Bitte sehr. Auch das zeige ich dir gern. Der drollige Zwirbel an seinem Kopf und dazu diese coole Augen. Ach, es ist einfach zu süß. Alles an ihm ist so liebenswert. Na komm, trau dich dran. Nein! Oh, was denn? Ich betrachte es doch lieber aus sicherer Distanz. Schließlich könnte es jederzeit eine Attacke einsetzen. Nur Leute aus dem Forschungstrupp oder dem Sicherheitstrupp sind mutig genug, sich so nah an die Pokémon heranzuwagen. Okay. Oh, okay. Aufgabe abgeschlossen, aber sie ist wirklich... Oh, 10 Pokébälle. Sie ist wirklich sehr, sehr ängstlich. Alles klar. Gut. Gut, gut, gut. Wir haben also noch einige Nebenaufgaben hier direkt im Jubeldorf und denen werden wir natürlich nachgehen. Das aber erst in der nächsten Folge von Pokémon Legenden Arceus. Ich danke für eure Zeit und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen. Das würde mich sehr, sehr unterstützen und wir sehen uns in der nächsten Folge hier zurück in Jubeldorf.